Und damit seid gegrüßt zum 101. Katholikentag in Münster. Suche Frieden, der 101. Katholikentag in Münster. Ja. Spitze, dann bin ich auch mal hier. Mein erster von der Sorte. Gestern war hier ganz mieses Wetter, aber heute, ja, sieht doch alles ganz duft aus, ganz spitze. Dort hinten findet die ganze Party statt und ja, hier war am Donnerstag der Eröffnungsgottesdienst. Und wir sind hier an einem Stand vom Bistum Fulda und das Thema ist ja Suche Frieden im Katholikentag und bei uns geht es um Grenzen und Grenzen überwinden. Da sieht man auch ein schönes Panorama innen drin und da geht es um die Freiheit und um die Weite. Da kann man sich bei uns Zettelchen ausfüllen, hier an die Wand was anheften. Wir haben so tolle Olivenzweige und dazu Veranstalter, der schon über 19 Jahre auf dem Markt ist und insbesondere Pilgerreisen durchführt, sowohl für den katholischen als auch für den evangelischen Bereich. Es sind auch Studienreisen, sind auch Chor- und Konzertreisen, Bildungsreisen überhaupt. Und uns ist wichtig, dass bei jeder Reise eine Begegnung auch dabei ist. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal von Reisemissionen. Und darüber hinaus, dass wir einen günstigen Preis haben, damit der Pfarrer nicht etwas nur anbietet für Privilegierte, sondern dass alle auf so eine Reise sparen können. Und wir schicken nicht nur Gruppen in das Ausland, sondern es kommen auch aus dem Ausland praktisch hierher nach Deutschland und Europa. Bist du mal ein bisschen traurig, weil mal wieder etwas lief, aber nicht so wie du wolltest, sondern leider völlig schief? Erlebst du einen Tag wie die im Folgenden genannten? Hör Musik von deinen alten Bekannten. Den Sommer einfach zwingen. Du musst den Sommer einfach zwingen. Du musst den Sommer einfach zwingen. Du musst
musst ihn einfach dazu bringen, sich zu zeigen. Musst ihn locken, nicht nur in der Stube hocken. Du musst den Sommer einfach zwingen. Die hat mich eine Topfigur perfekt. Ich frag mich nur, hat dir denn niemand beigebracht, wie man lächelt oder lacht? Junge Mädchen, lach doch mal. Bitte, bitte lächelt einmal nur für mich. Danach kann ich in Frieden sterben. Du kannst gerne alles haben, Mädchen. Lach doch mal, denn auch das schönste Gesicht. Ohne Lächeln funktioniert es nicht. Ohne Lächeln funktioniert es einfach nicht. Wenn man sie beim Wort nimmt und sie zwingt, dass sie in die Leute springt. Ich mach mir lieber meine eigene Wetterlage, wenn ich mir immer wieder sage. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, hat das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem weiß. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, hat das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht. Ich mach das Radio an. Und rein. Und wenn ich am Bahnhof ankomme, atme ich erstmal ganz tief ein. Und dann spüre ich sofort, nur hier ist alles echt und pur. Die Menschen leben hier im echten Einklang zur Natur. Und von daher ist kein Wunder, was im Augenblick geschieht. Dass es viele junge Leute offenbar nur hierhin zieht. Diese Stadt ist ein Juwel, ein Eldorado, ein Geschenk. Und wann immer ich hierher komm, halt ich inne und ich denk. Hier gibt es einfach alles, was man sich nur wünschen kann. Dieses Lärm, diese Vielfalt zieht mich völlig in den. Ich hatte es mir niemals so fantastisch vorgestellt. Münster, du bist die schönste Stadt der Welt. Die hab unseren Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Ich war ja nicht nur privat hier, sondern auch vor allem beruflich unterwegs. Deshalb, ja, war auch so ziemlich das, was ihr jetzt hier gesehen habt in dem Video, was das Einzige, was ich hier an Veranstaltungen mitbekommen habe. In einem Café habe ich die Tage gearbeitet und dort bedient. Ansonsten die paar Erlebnisse vom Katholikentag mitgenommen. Alte bekannte Konzert am Freitag und ja, am Sonntag ging es dann wieder nach Usee.